Mini Challenge mit dabei haben wir wieder mal ein Special Guest, Rick. What's poppin'? Und so. Na, okay. Und die alten bekannten Gäste natürlich, Moritz und so sind auch dabei. Und ich bin auch dabei. Uwe. Da hinten war noch Uwe. Dabei. Okay, wir machen die Werbung nicht Challenge und ich würde sagen, let's go. Okay, Leute, wir haben jetzt alle Personen, die sind jetzt hier oben eingeblendet. Moritz, auf der kurze Erklärung, warum ich mein Riesenpickel auf der Nase war. Vielleicht könnt ihr es ja erkennen. Ich habe einen Riesenpickel auf der Nase und Zoe wollte den vor dem Dreh die ganze Zeit ausdrücken und hat es einfach nur noch viel schlimmer gemacht. Und deswegen hat er den genommen. Und als Erklärung, warum Rick Flashs Kuscheltier ist. Flash hat die ganze Zeit der Kuscheltier vor dem Dreh etwas arg rangenommen und ein wenig missbraucht. Und wir haben uns die ganze Zeit drüber lustig gemacht und vor dem Dreh drüber unterhalten. Und deswegen war dann Rick das Kuscheltier. Wer hat nicht gemacht? Wer hat mich gemacht? Ich. Okay, das hat Moritz gemacht, Man sieht's nicht mal wegen deinen Haaren. Achso, ja, ihr seht's eigentlich. Ja, das hat Rick gemacht und ich hab Zoe. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich fang an. Bin ich ein Mensch? Du bist eine Uhren. Nein, nicht. Okay. Bin ich ein Mensch? Ja. Bin ich ein berühmter Mensch? Ja. Kenn ich mich? Ja. Müsste. Ja. Bin ich auf YouTube vertreten? Ja. Ja. Ja, bist du. Also bin ich ein YouTuber? Du bist da Vertreter, aber du bist kein YouTuber. Nein. Digga, das ist so lustig. Bin ich ein Mensch? Nein. Kein Mensch! Ja, Mensch. Bin ich ein Mensch? Jo. Bin ich eine Frau? Ja. Oha. Gelesen bin schon ich berühmt? Ja. Mache ich was mit Schauspiel? Nein. Eher weniger. Also ich bin kein Mensch. Also dann bin ich, warte mal. Bin ich ein Gegenstand? Wie soll man sagen? Du bist auf jeden Fall kein Gegenstand. Hä? Das bin ich ja. Hab ich jetzt verloren, Digga. Du bist kein Gegenstand. Bin ich im Fernsehen? Bin ich auch im Fernsehen vertreten? Nein. Hä? Ich bin kein YouTuber, aber hä? Was ist los? Okay. Bin ich im Fernsehen? Fernsehen vertreten bist du nicht, nein. Ein Mensch, ein berühmter Mensch, der nicht da ist. Okay, Alter, das ist ja enddumm, da frage ich immer wieder. Er sagt, kein Gegenstand, jetzt sage ich auch, bin ich ein Gegenstand. Ja. Ja, du bist ein Gegenstand. Oh, du bist so schnell weitergekommen. Du bist ein Gegenstand, der in der Gegend stand. Okay, der war auch nur der gar in der Wohnung vertreten. Ja. Müsstest du ja. Unter anderem. Ja. Jetzt ist schwierig. Bin ich so ein Nutzgegenstand? Ja. Yeah. Du wirst auf jeden Fall genutzt. Alter, ist schon wieder irgendwas Perverses. Junge. Ja. Werde ich nur von Jungs genutzt? Ja. Na, man kann aber auch, also man kann jeder kann es nutzen, aber. Ja, aber. In einem sexuellen Kontext. Ja, auch in einem sexuellen Kontext. Ja. Verhütungskontext. Nein. Also alles kann ja in einem sexuellen Kontext genutzt werden. Ich bin eine Frau und ich bin nicht berühmt, ne? Du bist berühmt. Ich bin berühmt. Da hast du mir zwei Fragen, die du gemerkt hast. Ich bin auf Social Media bekannt. Ja, auch. Okay. Überall. Überall anscheinend. Mhm. Bin ich, sehe ich sehr gut aus? Ansichtssache. Ansichtssache. Kann man nicht. Das ist halt bei jedem Menschen. Also das ist halt die Frage kannst du nicht stellen. Das kannst du nicht stellen, Digga. Das sehe ich anders als. Okay. 2022. Ja, 2022. Okay. Excuse me? Sorry. Excuse me? Was soll ich sonst sagen? Bin ich dick? Nein. Mann, das kann ich auch nicht sagen, Digga. Doch, klar. Statt das alles rauslegen. Bin ich etwas fülliger, kannst du sagen. Nein. Wer bist du fett? So, weiter geht's. Bin ich in einer Situation? Nein. Bist du lost, Digga? Okay. Also, jetzt, ich bin berühmt, auf YouTube vertreten. Und ich kenne mich privat. Ja. Ja. Oder beziehungsweise mag ich diese Person? Ja. Sehe ich diese Person öfter als einmal in der Woche? Kann ich nicht einschätzen. Ihr seid euch nicht sicher? Nein. Ich bin mir sicher, dass es also das nicht so ist. Also nicht einmal in der Woche. Okay. Der ganze Zeit. Ich schon mal von Moritz benutzt. Das weiß ich nicht. Nein. Moritz, hast du das schon mal benutzt? Ich hab's vielleicht schon mal benutzt, aber nicht im sexuellen Kontext. Nicht Alter, im sexuellen muss man so viel erklären. Man kann das auch im nicht sexuellen Kontext nutzen. Ich hab's nicht genutzt. Heißt, ich darf weiterfragen? Ja, ich hab's genutzt, Digga. Oh mein Gott. Ich hab's genutzt. Was so geiler ist das? Junge. Hast du auch schon benutzt? Du? Ja. Nee. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht. Nein. Kann sein, dass es gut ist. Ich halte jetzt auf. Das ist noch nicht gut. Okay, nein. Also in dieser Wohnung hast du es auf keinen Fall benutzt. Weiß man nicht. Bin ich... komme ich aus Deutschland? Nope. Mm-mm. Johannes. Warte mal, ich sehe keine Situation, kein Mensch, kein Gegenstand. Es gibt auch noch was anderes außer Menschen auf dieser Erde. Bin ich ein Tier? Nein. Oder fuck, ob du ein Alien bist. Nö, meine ich, bin ich Topi-Du. Ja, mach weiter. Sehe ich mich aber einmal im Jahr? Ja. Okay. Ja. Auf jeden Fall. Also ich sehe mich nicht regelmäßig. Wohne ich in Köln? Ja. Ja. Hä? Was?
Hä, und ich bin, also ich bin aber kein Influencer, sondern man sieht mich nur auf der Plattform. Hä, hey, du hast mich gefragt. Achso, achso, bin ich auf Instagram aktiv? Ja. Achso, ich bin ein Instagrammer, aber nicht auf YouTube aktiv. Instagrammer. Mach ich Lifestyle-Content? Ja. Hey, was bin ich denn für ein... Also ich mag ihn sehen, aber... Ja. Wen sieht, mag ich denn und sehe ich ihn einmal im Monat? Was? Ja, kann sein. Unterschiedlich. Hä, also wie selten sehe ich den denn? Und das ist mein Freund oder was? Ah, mach ich TikTok? Ja, auch. Welche Instagram macht kein TikTok? Bin ich... Hab ich vor einem Jahr öfter was mit dieser Person gemacht? Ja. Deutlich öfter als jetzt? Ja. Jetzt ist er auch nicht. Ich glaube, ich habe eine gute Spur, Digga, aber das... bin ich... Hab ich schwarze Haare? Was? Nein. Sicher? Nein. Okay. Boah, ich will gar nicht dran sein. Also, Moritz hat's benutzt. Ich hab's nicht benutzt. Fleisch. Ein Gegenstand in dieser Wohnung, ja. Unter anderem. Okay, weiter. Ein Nutzgegenstand. Ein. Ja, ist es. Ja. Das ist ein Nutzgegenstand. Ja. Bringt mich komplett durcheinander. Bitte, bist du die Farbe weiß. Nein, weiter, sorry, dran. Also, ich bin eine Frau. Ich komme nicht aus Deutschland, komme ich aus einem anderen Land. Ja! Einem anderen Land. 100 Punkte für diese Frage. Kenn ich, mag ich die Person? Du bist, glaube ich, neutral eingestellt. Also, ich bin eher im Fernseher vertreten. Ja. Ich wollte mir das viel drin. Du kannst gar nicht erwarten. Nein, du hast keine eigene Show. Obwohl, doch, du hast eine eigene Show. Du hast eine Show. Echt? Ja, du hast auch eine Show. Aber du hast eine Show. Du hast eine Show. Kann gut sein, ja. Stimmt, also ja. Ah, die kennst Show? Du mich? Natürlich. Ja, die Fragen sind noch nicht so gut gestellt, muss ich sagen. Aber meine Fragen sind noch viel schlimmer. Ich bin doch nicht einen Millimeter weiter als vorher. Ich habe halt auch überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt fragen soll. Willst du mal ganz kurz erklären, was Flash macht? Ganz kurz erklären, was Flash macht in diesem Video. Er vergewaltigt den Affen. Was macht ihr mit dem? Ich will die ganze Zeit hecheln. Ja, das muss er. Wer bin ich, Digga? Ich bin wahrscheinlich Flash am Ende. Nein. Aber er ist kein Gegenstand. Okay, warte. Wer bin ich, Junge? Du bist kein Körperteil, aber was am Körper ist. Haare. Nein, weiter. Wohne ich in einer WG? Ja. Okay. Wohne ich in einer WG? Ja. Yes. Habe ich eine Freundin? Ja, nein. Stimmt. Ja. Ja. Beste Freundin oder eine normale Freundin? Nein, eine Freundin. Eine feste Freundin? Ja, eine Freundin. Nein. Hast du nicht? Nein, hast du nicht. Hä? Ich hab die ganze Zeit gedacht, ja, du bin ich, Digga. Bewege ich mich? Nein, du bewegst dich nicht. Nein. Junge. Also. Nein, du bewegst dich nicht. Ich bin, von selber bewegst du dich nicht. Bin ich eine Sängerin? Ah, den Gegenstand kannst du ja bewegen. Was? Keine Sängerin? Nein. Ja! Das wird die längste Folge des Jahrhunderts. Bin ich ein Kleidungsstück? Nein. Oh, wenn ich ein Kleidungsstück bin. Du bist doch kein Gegenstand. Okay, also ich kenne mich von damals. Vor ein paar Mal. Echt schwierig, Digga. Wenn ich wüsste, wer ich bin. Wenn ich es wüsste, was für ein guter Weg. Ich bin auf einem guten Weg. Was soll das heißen, Digga? Ich bin auf einem guten Weg. Ich bin irgendein Sextoy auf dem Weg. Moritz hat mich benutzt. Nein, okay. Junge. Also, bin ich jünger als 18 Jahre alt? Nein. Über 18, Digga? Hä? Ah, ich bin dieses komische Salz. Nein! Wieso? Bin ich eine Transe? Nein, wie kommst du darauf? Du musst allgemeinere Fragen stellen. Versuch mal mehr größer zu denken. Ja, ja. Größer. Ja, ah, ich weiß, ich bin ein Pickel. Nicht ein Pickel, nein. Der Pickel. Ja, Johannes, dicker Pickel! Digga, der ist vor dem Dreh, eine Sekunde bevor ich drehen wollte, ist einfach gespawnt. Wir machen jetzt das Video rein, wie wir es ausgedrückt haben. Nein, Johannes, der dicker Pickel. Bin ich Fiddle? Fiddle siehst du doch. Ach, der ist auch nicht im 18, lost! Okay. Ich geb dir wirklich. Junge. Kranke Tipps. Du wirst im Video sehen, Junge, ich hab dir so viele Tipps gegeben. Du wirst dich bepissen vor Lachen gleich. Ja. Du bist hier im Raum, sagen wir es so. Nee, das kann nicht sein jetzt. Bin ich der Affe? Digga! Digga, ich war die ganze Zeit auf und hab mir den Affe vergewaltigt mit dem Hintergrund. Oh mein Gott. Lebe nicht in Amerika. Nein. Oh, toll. Du wirst auf jeden Fall schneller sein als Moritz. Jetzt mach ich Musik. Nee. Oh, Digga. Ich weiß, wer ich bin. Ja. Putin. Nein. So, wer bin ich? Jetzt muss ich erst mal rausfinden. Okay, wohne ich in Köln? Ja. Von in Köln. Hä, ich mach nicht viel mit mir. Mach ich was? Macht jemand aus diesem Raum hier öfter was mit ihrer Person? Nein. Digga, ist das schwer. Boah, weiter. Also, was jetzt? Ja, das musst du erraten. Das ist nicht unser Job. Ja. Bin ich schon verstorben? Ja. Ja. Bin ich die Queen? Oh, der Heiland ist gefallen. Das war meine Haare, Kisuko. Bin ich ein Mann? Nein. Das hast du noch gar nicht gefragt. Hast du gar nicht gefragt. Ich bin eine Frau. Ja. Oh, echt? Ja. Ach, es gibt ja auch noch Frauen. Ich wusste gar nicht, dass ich das nicht gefragt habe. Idiot! Deswegen hast du auch gesagt mit Freunden. Ich weiß immer nicht, wer du bist. Bin ich Nona? Ja. Ja. Lost. Okay, Leute. Bitte los!
Nein!